Ihr wolltet mehr vom Schutzi sehen, deswegen habe ich euch mal bei meiner letzten Trainingseinheit ein bisschen mitgenommen. Beginnen tun wir immer mit etwas Gehorsam, das heißt simples Fußlaufen, aber auch statische Übungen, Positionswechsel, dass der Hund voll erstmal reinkommt. Heute stand die kurze Flucht und der lange Gang auf dem Programm. Jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Philosophie. Hier könnt ihr ein bisschen was von uns sehen. Zwischendurch bringen wir auch mal ein paar Prüfungsbilder mit ein. Das heißt, der Helfer stellt ein in die Übergangsphase, treibt auch mal eine Phase lang. Ist immer unterschiedlich. Beim Langgang wird der Hund bei uns mit der Leine etwas abgestoppt, damit der A mehr Dampf macht, wenn er keine Leine dran hat, und aus Sicherheit.